Das ist der neue Motocross-Stiefel von der Firma Former Predator. Ist gleichzeitig auch eine Premiere in Europa für 2013. Der Stiefel hat als wichtiges Teil diese Doppelgelenkfunktion, die Bewegung sowohl nach vorne wie auch nach hinten sehr gut ermöglicht und gleichzeitig aber die Seitenstabilität perfekt unterstützt. Ermöglicht wird das Ganze über ein speziell laminiertes Teil, das sehr bruchfest ist, und über zwei Metallachsen. Der Stiefel wird ebenfalls neu aufgebaut mit einer ganz, ganz neuen Innenausstattung, mit der auch auf einen Innenschuh verzichtet werden kann. Das ist ein PU-geformtes Innenleben, das direkt im Stiefel dann eingebettet wird, und man sieht da schon schön die Ausnehmungen für die Knöchel. Der Sicherheitsverschluss ist aus Metall gefertigt. Der Vorteil dieses Verschlusses ist, wir können es da jetzt genau auf dieser Position mal ansehen, die Schnalle kann sich nicht von selber öffnen, weil sie nämlich sehr, sehr schön in die Umgebung integriert ist. Und zum Öffnen drückt man da drauf, die Klappe hebt sich an und die kann ganz schön leicht lösen. Zudem ist die Schnalle aus Metall gefertigt und mit zwei Metallschrauben am Stiefel fixiert. Also man bekommt es auch als Ersatzteil und ist austauschbar. Was ebenfalls als Ersatzteil zu haben ist, sind diese Straps. Die Sohle, die kommt in dem Fall von Skywalk, das ist eine sehr, sehr hochwertige Sohle, die eine sehr gute Gummimischung hat. Da sieht man auch die unterschiedlichen Gummimischungen, speziell im Fußrastenbereich, hat man ein bisschen einen härteren Gummi eingesetzt und im hinteren und rückwärtigen Bereich dementsprechend weicher. Der Stiefel ist verfügbar ab Frühjahr. Früher. Gutzeitigen also, Fachhandel. Ja. Preis habe ich gesehen, 359,90. Genau, ja. Und wir rechnen, und so wird es uns von Former derzeit gesagt, wird er ab Februar erhältlich sein.